So, liebe Leute, da bin ich wieder da. Ich denke, ich habe es jetzt gelöst. Ich werde mal jetzt mal einen Kontrollmonitor zur Seite mal nehmen. Sieht aber gut aus. Festplatte war ein bisschen überlastet, weil ich noch was hin und her kopiert habe. Okay, dann sprechen wir mal mit dem Anderson. Commander. Nochmal. Sind Sie so weit, dass wir uns von dieser Station davon machen können? Jo, bin ich. Dann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Alles klar. Dann ab zur Normandy. Wird schon schief gehen. Das heißt wieder zur Sicherheit. Und damit ein Lift nach oben. Bezirke war das, glaube ich. Ja, genau. Schade, dass man nicht direkt zur Normandy kann. Ciao. Ich würde gern mehr über den Helm wissen, den Sie ständig tragen, Tali. Enthält er technische Vergrößerungssysteme? Nein, das Leben in der sauberen Umgebung der Flottille hat unser Immunsystem geschwächt. Die Raumanzüge schützen uns vor Krankheiten. Ich schätze, so steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie von Ihrer Pilgerreise auch wieder zurückkehren. Sie sind nur in Ihrer Flottille wirklich sicher. Okay, interessant. Hab wieder was gelernt. Und jetzt hier rein. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Anderson? Was machen Sie hier? Ich habe nicht nach... Autsch. Bringen Sie uns hier raus, Joker. Sofort. Es wird bestimmt nicht gut ankommen. Das wird Stress geben. Okay, das war irgendwie fies, Nebenmission. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Sie hätte Sie nicht so überfallen dürfen, aber Sie haben sich gut aus der Affäre gezogen. Wir waren verschiedener Meinung, Sir. Ich hoffe aber, dass sie von meiner Aufrichtigkeit überzeugt ist. Sie haben sich sehr gut verhalten, Commander. Sie hat sich unmöglich benommen. Aber da ist noch eine andere Sache. Die Zitadelle hat versucht, es runterzuspielen, dass Saren außer Kontrolle ist. Keine gute Werbung für die Spectres. Ihn zu erwähnen, war politisch nicht klug. War denn der Rat sehr verärgert? Ziemlich. Aber machen Sie sich keine allzu großen Sorgen, Commander. Sie ärgern sich ja immer über uns. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Fünfte Flotte Ende. Okay, ist ja noch cool, dass jetzt darauf eingegangen wird, dass ich da das Interview gehabt habe. Aber ich fand es jetzt nicht so schlecht. Okay, ja, das wäre jetzt irgendwie unklug, wirklich Nebenmissionen zu machen. Wir werden nach Ilios gehen und danach werden wir uns mal hier ein paar Nebenmissionen mal angucken. Weil ich glaube, das Ende ist nah. Eine Nachricht für Sie, Commander. Sie kam eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Karoko. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt! Hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Strenggeheim, allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten. Waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten.
Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor Sie mich finden. Okay, krass. Und auch die Nebenmission geht weiter. Das würde ich mir unbedingt anschauen mit dem Geheimlabor. Aber zuerst mal nach Eilos. Im sogenannten goldenen Zeitalter der Proteaner war Eilos eine grüne Welt mit Städten voller architektonischer Meisterwerke. Dass dies heute nicht mehr der Fall ist, sieht man auf den ersten Blick. Eilos wurde aus unbekannter Ursache so zerstört, dass die Planetenoberfläche die Farbe von Rost angenommen hat. Die Atmosphäre weist erhöhte Levels von Sauerstoff auf. Auf der dunklen Planetenseite wütet durch Blitze entfachte Oberflächenfeuer. Das bedeutet, dass die meisten, wenn nicht alle Artplaneten Lebewesen ausgestorben sind. Die Oberflächenschwerkraft beträgt 1,17 g. Okay. Ja, dann mal schauen, was uns da erwartet. Wohl schon jemand auf uns. Commander, wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Zu Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht für eine saubere Landung. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht. Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab. Okay. ich nehme Iman mit und... Ja, Caden. Oh, shit. Es war aber keine sehr sanfte Landung. Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. Und der ist natürlich nicht in der Nähe. War ja klar. Okay. Ich hätte gern Sniper. Ihr macht's. Das. Du machst auch mal Sniper. Oh. Da geht's ja gerade mal zur Sache hier. Echt Durchschlagskraft. Das ist ein echtes One-Hit-Wonder. Oh, ach von da. Wo ist Nummer 2? Was ist jetzt denn einer hier? Kommst du da unten? Was ist mit dir jetzt los? Ich glaube, der hängt fest. Hallo, komm mal mit.
glaube, der hat sich festgepackt hier. Ah, jetzt. So, jetzt komm mit mir mit. Komm, du schaffst es. Ja, geht doch. Ja, KI ist nicht gerade die hellste hier. Aber gut, dass mir aufgefallen ist. Schauen wir mal auf die Karte. Wir haben hier den Plaza, Innenhof, einen Fahrstuhl. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Okay, hier Fahrstuhl. Lass uns da mal gerade durchgehen. Vermutlich müssen wir das eh. Wow, Scheiße. Fuck. Wir machen das. Ich mach das mal. Shit, gerade die Großen. So und so. Okay, das funktioniert besser als gedacht. Bitte so und bitte so. Puh. Eigentlich wollte ich mir das hier anschauen. Was ist das? Ist das eine Person? Statue? Sieht auf jeden Fall mega eklig aus. Okay, mal kurz gucken. Da wird's weitergehen und da hinten haben wir wieder einen Kollegen. Aber wo? Ich sehe den nicht mehr. Der ist hinter dieser Wand hier. Okay, da hat es nochmal zwei von denen. Mal kurz auf der Karte gucken. Ne, wir sind hier falsch. Andererseits, hier geht es nach unten, ne? Ne, da will ich aber noch nicht hingehen. Ich will den offensichtlichen Weg erstmal gehen. Oh, da gibt es ja Sachen zu mitnehmen. Sehr gut. Ja, ist hier lang. Noch mehr. Was ist hier passiert? Hä? Ich könnte ein Horrorspiel jetzt sein. Bin ich richtig? Ich vermute es mal. Alle Fälle Gegner angezeigt. So einige, oh, wo sind die? Ach da. Ach, und die nicht vor uns. Na, wie praktisch. Okay, also hier hat es mehrere Ebenen. Schauen wir doch mal, was wir hier so finden. Und da hat es wieder was zum Einsammeln. Manuelle Überbrückung, das sieht nicht so schwer aus. Nice. Nochmal auf die Karte gucken. Wir müssen da nach hinten. Gegner gewesen sind. Und so wie es aussieht. Aber ich würde sagen, wir fahren mal hier mal rauf. So
sofern das... Ja, das sieht noch ein Fahrstuhl aus. Fancy. Okay. Hat sich das jetzt gelohnt? Schaut mal diese Kiste hier. Okay, dann schauen wir mal, was wir da haben. Ich würde sagen, ich probiere es mal hier. Nice. Ja, gehen wir eigentlich gerade wieder hier runter. Na, er lasst mich da nicht runterspringen. Oh, komm schon. So hoch wäre das gar nicht. Ja gut, dann nehmen wir halt wieder den Fahrstuhl. Kaffee? Ah, das Kaffee am Morgen. Oh. Wieder ein von diesen Kabelteilen da. Wo? Ach, da. Habe ich diese Viecher hasse. Die sind so verflucht schnell hier. Danke. Okay. Ich glaube, das sind die Bewohner gewesen, die da irgendwie versteinert worden sind. Als Statue sieht das mega schräg aus. Noch ein Fahrstuhl. Ist das der richtige? Jo. Das ist genau der, wo ich hin wollte. Sagst du mir zwei zu den Statuen? Oh, es geht ganz schön weit nach unten. Hier gibt es noch Strom. Dieses System hat anscheinend einen eigenen Generator. Ich wette, dies ist der Kommandoraum für den ganzen Komplex. Sarens Truppen müssen von hier aus die Türen versiegelt haben, nachdem er reingegangen ist. Wir müssen herausfinden, wie wir die Sicherheitsblockade aufheben können, um in den Bunker hereinzukommen. Ja, wenn es die geschafft haben, werden es wir erst recht schaffen. Es sieht noch einer Zone aus, wo es kracht. Ja, hab's doch gewusst. Er schon wieder down. Was ist der denn? Wow. Scheiße. Fuck. Okay, das war jetzt ein bisschen überraschend. Wo ist der andere? Ach, da. Alter, ist der riesig. Scheiße, ich brauche ein Medikit. Shit. Ich brauche ein Medikit. Lass mich das Medikit geben. Ah, danke. Puh, das war knapp. Wo ist das jetzt hier gewesen? Mal hier reingehen. Kampfläufer, Reparaturstation, schwere Dechiffrierung. Okay. Moment mal. Ist er jetzt auf unserer Seite? Bin mir nicht so sicher. Also er tut uns auf alle Fälle immer nichts. Kampfläufer Reparaturstation. Machen wir das halt nochmal. Ein paar von denen auf unserer Seite schaden, glaube ich, nicht.
gutes Timing. Jetzt gerade nochmal probieren. Nice. Das wären dann zwei. Das denn? Da ist der Sicherheitsraum. Ah, ich mache noch ein paar von denen. Okay, lass mal's. Zwei haben wir ja, immerhin. Gehen wir mal ins Sicherheitscenter. Müssen wir da irgendwie nach oben? Das ist über uns. Hier, oder? Kommt man aber schon mal nicht rein. Also ist doch irgendwo vorne. Also so Treppenaufstiege hat es da hinten gehabt. Oh, da gibt es wieder was zum Einsammeln. Und was haben wir hier? Ah, da geht's rauf. Schwere Dechiffrierung, wenn wir es diesmal schaffen. Sehr gut. Aber das wird auch nicht so einfach sein, oder? Geht's nochmal nach oben? Sicherheitssteuerpult. Wir müssen uns beeilen. Saren hat bereits einen Vorsprung. Wir müssen ihn finden, bevor er die Röhre findet. Falls er sie noch nicht gefunden hat. Ansonsten laufen wir in eine Falle. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Moment, da passiert gerade etwas. Zu spät. Können nicht. Invasionsflotten. Keinen kommen. Vielleicht eine Art Nachricht. Aber ich verstehe diese Sprache nicht. Könnte proteanisch sein. Dann muss diese Aufzeichnung 50.000 Jahre alt sein. Kein Wunder, dass wir sie nicht verstehen. Die Nachricht ist verstümmelt, aber ich kann einige Worte verstehen. Es ist eine Warnung vor einer Reaper-Invasion. Unglaublich. Die Dechiffrierung muss Ihnen ein Verständnis der proteanischen Sprache übermittelt haben. Nicht sicher. Suchen Schutz. Den Archiven. Was wird da gesagt? Können Sie es verstehen? Nein, Reaper. Die Zitadelle. Überwältigt. Einzige Hoffnung. Verzweiflungsakt. Die Röhre. Alles verloren. Ja, nur kleine Teile. Etwas über die Röhre, aber es ist zu undeutlich, um es interpretieren zu können. Wir müssen los. Nicht aufzuhalten. Nicht aufzuhalten. Ah, wir gehen nochmal eins weiter nach oben, um zu schauen, was hier so ist. Aber das sieht noch aktiv gar nichts aus. Ah, gehen wir wieder runter. Das soll heißen, wir müssen jetzt dahin, wo wir vorher gewesen sind. Aber das hat uns jetzt hier gar nichts gebracht. Mit den Kampfläufern hier. Vermutlich werden den Kampf machen sollen. Naja. Vielleicht müssen wir hier wieder durch. Weiß man ja nie. Nee. Kommen wir mal wieder. So Anlagen, die so seitwärts gehen, sind schon cool. Als auch welche am Züricher Hauptbahnhof.
all der Zeit überhaupt noch funktioniert. So wie das Ganze hier aussieht. Ach, jetzt sind wir wieder da oben. Entschuldigung. Irgendjemand wartet da auf uns. Aber nicht hier. Okay, das ist irgendwo da hinten, also geht es uns nichts an. Aber das ist ja immer noch zu. Gute Idee. Wir können etwas Feuerkraft gebrauchen. Ja, ist eine sehr gute Idee. Bestimmt hier wieder die. Was zum. Ich hatte erwartet, dass Saren uns eine Falle stellt oder in einen Hinterhalt macht. Sie müssen zu sehr in Eile dafür gewesen sein. Oder die böse Überraschung kommt noch. Naja, vermutlich eher Letzteres. Aber das sieht ziemlich abgespaced aus hier. Mal ganz kurz umgucken. Schräg. Stasis-Kapseln. Wahrscheinlich haben die Proteaner versucht, mit Hilfe von Kryotechnik zu überleben. Aber irgendetwas ist dabei schiefgelaufen. Oh, komm, komm mal da runter. Ja, aber dann könnte man doch noch nachgucken, ob die vielleicht noch leben, oder? Mein Strom hat's ja noch. Was ist das Gebabberte da vorne? Ist das gesund, da reinzufahren? Was passiert hier? Eine Falle! Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Warum nicht? Okay, also wir sind eingesperrt, also aussteigen. Shit. Dann runter. Auch immer das da hingeht. Das sind aber echt viele Kapseln. Was werden wir Ihrer Meinung nach da unten finden? Es muss nützlich sein, wenn es speziell für uns bestimmt ist. Keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass was immer da unten ist, friedlich gesinnt ist. Wir haben im Moment schon genug Feinde. Ja. Na dann mal schauen. Sie sind keine Proteaner, aber auch keine Maschinen. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein. Allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Moment mal. Wieso kann ich das alles verstehen? Warum sprechen Sie nicht in der proteanischen Sprache? Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Sind Sie eine Art Programm mit künstlicher Intelligenz? Ich bin ein fortschrittliches, non-organisches Analysesystem mit persönlichen Abgleichungen von Kaysat Aishan, dem Superinspektor der Eilos-Forschungseinrichtung. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel, zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Citadel-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen.
und sie werden alle vernichten. Wieso hat noch niemand festgestellt, dass die Zitadelle ein inaktives Massenportal ist? Die Reaper haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit das Geheimnis der Zitadelle gewahrt bleibt. Sie haben eine Spezies wohlgesonnener organischer Verwalter erschaffen. Die Keeper kümmern sich um alle Grundfunktionen der Station. Sie ermöglichen, dass alle Spezies, die die Zitadelle entdecken, die Station nutzen können, ohne die Technologie ganz zu verstehen. Diese technische Abhängigkeit gewährleistet, dass kein anderes Volk das Geheimnis der Zitadelle entdeckt. Nicht bis das Portal aktiviert wird und die Reaper einfallen. Das ist jetzt aber schon noch heftig, dass die Zitadelle eine riesige Falle ist und dass die Keeper da auch noch mithelfen. Aller Shit! Aber das wird uns doch keiner glauben. Wie können die Reaper im Orkusnebel überleben? Wir haben nur Theorien. Die Forscher hier kamen zur Überzeugung, dass die Reaper lange Phasen der Inaktivität einlegen können, um Energie zu sparen. So können sie viele tausend Jahre darauf warten, dass sich wieder neue organische Zivilisationen bilden. Aber in diesem Zustand sind sie verwundbar. Sie ziehen sich hinter den Horizont der bekannten Galaxie zurück, um nicht versehentlich entdeckt zu werden. Sie bleiben so lange unerkannt, bis das Zitadellportal aktiviert wird. Perfekte Falle. Die Reaper können den Rat und die Zitadellflotte mit einem Überraschungsangriff auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Eine Sache verstehe ich nicht. Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Hüllen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven. Oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Wie haben sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden? Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadelle vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont.
Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Wie haben Sie überlebt? Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Citadel-Portal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Sie konnten nicht alle retten. Einige mussten sterben, damit andere leben konnten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Die Keeper stehen doch unter dem Einfluss der Reaper? Die Keeper werden durch die Citadel kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Citadel-Portal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Citadel und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Citadel gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Saren kann offensichtlich die Röhre einsetzen, um alle externen Verteidigungssysteme der Citadel zu umgehen. Das ist richtig. Und wenn er erst einmal drinnen ist, kann er die Kontrolle der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Citadel überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Ich werde Saren aufhalten. Sagen Sie mir, wie ich es anstellen soll. In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Citadel erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Citadel überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Citadel? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Krass. Einfach nur krass. Das heißt, wir sitzen auf einer gewaltigen Bombe sozusagen. Dass sich jetzt alles da um die Citadel dreht, hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt müssen wir erst recht schnell sein, dass wir noch vor Saren da sind. Weil wenn er die Kontrolle hat, dann ist vorbei. Dann passiert so das gleiche. Viele Rassen sehen zu den Proteanern auf und sehen in ihnen den Gipfel der Zivilisation. Aber sie wurden ebenso von den Reapern reingelegt wie wir. Sie sind gescheitert. Nicht völlig. Sie haben uns eine Waffe gegeben. Sie haben uns eine Chance gegeben, wenn wir rechtzeitig dorthin kommen. Das stimmt. Das müssen wir jetzt noch irgendwie nutzen. Dead End, na, da geht's noch weiter runter. Na komm. Na, bitte, bleib jetzt nicht stehen. Bitte nicht.
Ah, diese Steuerung von dem Teil. So, komm. Wenden, 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 wenden. Komm, 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 komm. Sorry für die Lackschäden. Das mit dem Zurückkehren wird jetzt mal ein Problem. Oh oh, da wartet was Großes auf uns. Ach komm, jetzt fahr doch mal rückwärts. Herr, gib die Nummer. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Okay, ich glaube, das war's. Ach, komm schon. Okay, das wäre Nummer 1, also da hat es noch irgendwo Nummer 2. Was wir am Anfang gesehen haben. Ach man. Ich würde den ja irgendwie lieber mit WASD steuern, als wie in die Richtung gucken, dass er da hinfährt. Muss man doch eigentlich schon längst eingeholt haben. Jetzt eigentlich im Kreis, ich schätze doch mal auf die Karte. Wir sind da unten. Ne, das ist schon richtig, was wir hier machen. Okay. Ach nö. Rennt da jetzt alles? Ah ne, sieht nur so aus. Wow! Da! Die Röhre! Das ist unglaublich! Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geht werden uns die Sache nicht leicht machen. Aber warum kann man nicht... Oh, scheiße. Verteidigungssysteme aktivieren. Station abriegeln. Die Stationsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Die Zitadelle verlassen. Den Rat evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. Fuck. Okay, jetzt schnell. Jetzt wird es etwas ungemütlich. Okay, gib jetzt bloß nicht auf. Schneller, 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 schneller. Komm, 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 komm. Alter, wir landen jetzt mit dem Teil in der Zitadelle. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Dies ist kein...
das meinte ich. Autsch. Holy shit. Fuck. Ich glaube, ich gehe mal auf das da. Ich glaube, das mit den Nebenmissionen hat sich dann wohl erledigt. Kritisches Versagen an. Das Präsidium wird durch schwere Fehlfunktionen auf der ganzen Ebene beeinträchtigt. Alle außer den Notfallteams müssen sofort evakuiert werden. Geben Sie mir einen Überblick über die Schäden. Wir haben die gesamte Primärenergie auf der Ebene verloren. Die Lebenserhaltung reagiert nicht. In den Sektoren 2, 3, 6 und 7 brennen Feuer der Klasse 3. Die zivilen Verluste sind hoch. Es befinden sich außerdem zahlreiche unautorisierte synthetische Lebensformen auf der Station. Sie müssen als feindlich angesehen werden. Bitte seien Sie vorsichtig. Alles klar. Na los, wir müssen Saren aufhalten, bevor es zu spät ist. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozedur. Sieht aber schon ziemlich nach zu spät aus, ne? Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Holy shit. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit. Entschuldigung. Ach, das ist ja da, wo der Rat ist. Die Zitadelle schließt sich. Sie versiegeln die Station. Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Ding. Was? Das ist jetzt ein Problem. Ein ganz gewaltiges Problem. Shit. Saren hat den Aufzug blockiert. Ausrüstung an, wir gehen raus. Ja, und jetzt? Freestyle. Das ist der ultimative Bosskampf hier. Springen kann ich auch nicht. So eine Scheiße. Muss ich hier lang? Jetzt hier verloren. Ja.
alle hier. Holy shit. Ah, jetzt komm doch raus. Das ist feige, wenn du da ständig hinten bist. Oh ne, auch du. Na. Nee. Ach, du Arsch. Konnte ich wieder ganz von vorne anfangen, oder? Ja, da. Okay, diesmal mache ich es aber so. Und ihr könnt es mal so bleiben. Hier hin. Sehr gut. Unbedingt aufs Leben schauen. Von dem Geräusch, was man die ganze Zeit hört, muss ich irgendwie an Dead Space denken. Ah, wo ist der Corgana? Okay, wir machen jetzt das. Das und das da. Bitte das, bitte das und bitte das. Wir brauchen diese Waffe. Wo ist er hin? Okay. Collision, können Sie mal wieder aufstehen, bitte? Ich bin in Ordnung. Ja, man hat's gesehen. Das war nicht in Ordnung. Zwei noch. Oh. Gut, dann auch. Ich werde mir hier mal kurz speichern. Ich darf nicht speichern. Geil. Okay, ich muss in die Deckung. Komm, Schild. Generier dich. Sehr gut. Ich würde es mal sagen, hier lang. Also ich glaube es wissens. Ich bin echt angespannt.
Das bedeutet garantiert Stress. Aber immerhin haben wir jetzt eine Kanone. Werden wir jetzt gerade noch die andere holen. Wo gehen wir rein? Hier. Na komm. Ich muss dieses Schiff zerstören. So schnell wie es nur geht. Oh fuck. Hier schnell hin. Geschafft? Yes. Ah, ich gehe wieder auf Scharfschützen, ich komme hier sonst nicht weiter. Liebe Kanonen, könnt ihr dann vielleicht auch mal auf das ganz große hier schießen? Das wäre echt super. Also das nächste Mal werde ich auf alle Fälle früher die Nebenmissionen machen. Na, der andere. Na komm. Lass mich schießen. Fuck. Fuck. Andere Waffe. Und das da bitte. Nein. Fuck. Na, schön, dass ich wieder aufsteht. Warum schießt der manchmal nicht? Ich verstehe es nicht. Also was macht mich aggressiv, wenn es hier so abgeht? Merkt man vermutlich gar nicht. Oh. Das ist wieder was von Scharfschützen. Die sind auf uns gerichtet. Aber gar nicht gut. Ja, das war auch nicht gut. Oh, nee. Oh, bitte lass mich nicht alles wieder neu machen. Bitte. Ja, Gott sei Dank. Diesmal mache ich es gerade schon mit dem. Na, kommt raus. Dann dazu halt meine Granate. Na komm. Wie so ein Suizidkommando, wenn die auf einen zulaufen.
Ach, da hinten versteckt er sich. Okay, noch einer. Dann unser Kollegen ist mal wieder tot. Und weg hier, weg hier. Oh, man kann sie kaputt machen. Sehr gut. Muss nur extrem aufpassen. Kommt gerade zwei. Nice. Ah, eine kommt noch. Aufpassen. Okay. Und jetzt du da hinten. Das ist ja schon ein bisschen feige, was ich da mache. Aber ich wüsste sonst nicht wie, ohne dass das Teil uns umnietet. Oh ja, schießt gegen die Wand. Na komm, cool down. Sehr gut. Das dürfte der letzte gewesen sein. Ja, dann gehen wir mal noch vor. Nur noch die Kleinen hier. Wo sind sie denn? Da, hinten. Ich hab dich gesehen. Mit meinem zweiten Kompagnon. Da ist noch irgendwo einer. Ja, gegen Mr. Sniper habt ihr keine Chancen. Ist das denn keine Geschütze oder was macht das? Ich weiß echt nicht, wie wir das hier noch gewinnen sollen. Jetzt, wo der Feind de facto ja schon da ist. Was ist jetzt? Da runter. Mutlich. Ach, jetzt ist er wieder da. Also ganz so Spaß hier verpasst. Zukunftsluke und rein hier. Der Turm. Jetzt ja nochmal den letzten Standoff. Wie die gehen. Vorher nutzen sollen.
Na, komm her. Ins Bein getroffen. Okay, der verschwindet einfach mal. Direkt vor mir hat es einen. Ja, wie das einer, dass ich nicht aus der Deckung traut. Meint ihr? Okay, der letzte. Hier schaut es echt schlimm aus. Und da ist er, Saren. Das Oberarschloch. Das war so klar. Ich hatte befürchtet, dass sie es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Rechtzeitig wofür? Die letzte Konfrontation. Wir haben doch beide mit so einem Ende gerechnet. Sie haben verloren, das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Rahmeier überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Moderne Hardware kann sie nicht retten. Sie verstehen es nicht, Shepard. In der neuen Ordnung gibt es einen Platz für Organische. Die Reaper brauchen Männer und Frauen der Tat. Leute wie uns. Na, brauchen sie nicht. Die Sovereign hat ihren Wert erkannt. Sie haben sie beeindruckt. Unterwerfen sie sich den Reapern, dann werden sie verschont. Schließen sie sich uns an, dann finden wir einen Platz für sie. Die Sovereign kontrolliert sie durch die Implantate. Erkennen sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Jetzt reicht es, Saren. Bringen wir es zu Ende. Ernst mal das. Sollen wir mal gucken. Rebutische Barriere absorbiert zusätzlich zum Schildschaden, kann aber keine Angriffe blockieren. Feine Bitte können mit Hilfe eines Masseneffekts geworfen werden. Das machst mal du. Und du überhitzen der Waffen. Ich glaube, ich brauche hier was Schnelles. Ansonsten wird es nichts. Und du machst das hier. Und Schildboost. Schieß jetzt! Verdammt nochmal! Es kann mir sofort geheilt werden, wie der Kampf hier fast im Kampf niedergestreckt werden. Nee. Du gehst schießen. Ethische Rüstung für kurze Zeit. Ab sofort lädt alle Fertig an sofortigen Gebrauch wieder auf. Ja. Ja. Ich dachte, der wäre für mich gewesen. Oh, ich sehe kaum was. Fuck. Und ich muss mich heilen. Shit. Warum sind wir jetzt da draufgegangen? Vor allem so schnell. Was hat er gemacht? Das
Das ist doch gar nicht auf eine Element, man füge Giftschaden hinzu. Ja. Geht nicht down, der Typ. Schildboost, Dämpfung und Sabotage. Oh fuck, das ist geblistert. Ein Dauerfeuer. Ah, ihr seid es gewesen. Okay, ich muss hier weg. Und ich muss mich heilen. Erhöht den Schutz durch Rüstung für kurze Zeit deutlich, senkt Gesundheitsschaden im Notfall beträchtlich. Und ja. Ich muss erstmal weg. Fuck. Ja, auf damit. Fuck. Ich muss hier weg. Ja, toll, das wird alles überhitzt. Nein, nicht du, Arsch. Ah, nein. Meine Waffe ist überhitzt. Schildboost, bitte, danke. Wie schaffe ich denn das jetzt? Scheiße. Hau ab. Fuck, jetzt bin ich ganz allein hier. Was ist fast geschafft? Fuck. Darf mich nicht nochmal treffen hier. So ein Scheiß. Wo ist er? Du kleiner Bastard, trotzdem, wir können sofort geheilt werden und wieder kämpfen, falls sie im Kampf niedergestreckt werden. Ja, bitte. Endlich! Hast du verdient. Jetzt müssen wir uns um das Schiff kümmern. Ah, so eine riesen Scheiße. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell! Öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen, bevor sie die Kontrolle über die Station zurückerlangt. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Eine gute Idee. Die Destiny Ascension.
Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle! Normandy an die Zitadelle! Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie bereit, Menschenleben zu opfern, um den Rat zu retten, Shepard? Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Der Rat muss zum Wohle aller geopfert werden. Vergeuden Sie die Verstärkung nicht. Halten Sie sie zurück, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen. Dann kann die Flotte der Menschen die Sovereign angreifen. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Ja, wir müssen uns leider auf die Sovereign konzentrieren. Ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung. Warten Sie, bis sich die Arme öffnen, Joker. All unsere Schiffe müssen sich auf die Sovereign konzentrieren, auch wenn wir so den Rat opfern. Den Rat zum Wohle aller opfern? Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Ja, ich hoffe, das ist gut. Alle Allianzschiffe halten die Formation. Warten Sie auf eine freie Schussbahn zur Sovereign. Das hat höchste Priorität. Ich wiederhole, das hat jetzt absolute Priorität. Commander, wir kriegen Verstärkung. Öffnen Sie einen Com-Kanal. Hier ist die Ascension. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Guardian-Abwehr wurde überwältigt. Die Barrieren sind ausgefallen. Commander, Sie haben die Verbindung abgebrochen. Das tut mir echt leid. Aber es wohle aller. Für das Spiel. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Er ist tot. Sein Schild runterkriegen. Alter, wie kriege ich denn den platt? Ja, bitte. So, bitte. Machen wir so, so und so.
Alter. Ja, und natürlich kriegen wir jetzt auch noch Besuch. Ach, so eine Scheiße. Euch kann ich jetzt gar nicht gebrauchen hier. Wo ist er? Wo ist das Arsch? So bitte und so erstmal. Den Down kriegen. Fuck. Wow, okay, bevor es jetzt gleich weitergeht und das Ganze wieder startet, hole ich mir mal ganz kurz einen Kaffee. Oh, das ist gerade intensiv. Also Leute, bis gleich. Ich weiß, es ist gerade spannend, aber ich muss mal kurz durchatmen. Bis gleich. So, tada. Dann bin ich wieder. Probieren wir es gerade nochmal. Los geht's. Ich habe die Anlauf, ich brauche. Und diese Station erhöht. Mal kurz schon Einigkeit, dem von dem Lastenschildboost. Beziehungsweise können wir uns selber noch irgendwie boosten. Ne? Mal kurz automatisch. Oh, du kannst ja noch richtig viel. Okay. Und schauen wir mal wegen der Waffe. Irgendwas, was noch mehr Wumms hat. 315. Wir haben noch einen dritten Slot hier. Ja, ausrüsten. Für plus 50 gibt 8 Schaden pro Sekunde für 5 Sekunden. Plus 40% Schaden gegen organische Ziele. Aber ist er organisch? Nebenziele. Du, Abkühllaser. Plus 10% Schildumgehung. Plus 40% Schildumgehung. Minus 20% Schaden. Totschaden, die auch kinetische Barrieren gehen können. Ist aber geringer als mit Standardmunition. Ich werde es mal probieren. Und bei Caden werden wir jetzt hier mal wechseln. Da jetzt hat er keine Upgrades mehr, ne? Garus, Sturmgewehr. Maximaler Schaden. Hier, ja gut, Kampfsensor bringt nicht sehr viel. Du machst 8 Schaden. Das machst du mal hier. Okay. Probieren wir es mal so. Wird schon schief gehen. Sabotage, überhitzt die Waffe der Feinde in der Nähe, versucht geringen Brandschaden. Schildboost, Überlastung. Sabotage. Was kannst du noch machen? Überlastung und Sabotage. Und jetzt kommen auch schon wieder die Kollegen hier. Sabotage. Und ich sag jetzt mal Schildboost. Scheiße, überlastet. Fuck, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg.
Spiegel. Fuck. Und du machst mal Schildboost. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Medikit. Dämpfung, wenn du mal bestimmt hast, Temperatur unter dich. Okay. Adrenalinschub. Boost. Jetzt. So eine gigantische Scheiße. Wo ist er? Immunität. Und das bitte. Der will einfach nicht down gehen. Was mach ich denn? Scheiße, ich bin komplett überhitzt. Scharfschützen. Und wir haben wieder Kollegen hier unten. So, scheiße. Könnt ihr mal eure Waffen wechseln? Heilung. Wo ist er? Wir brauchen Boost, das und das bitte. Macht sie fertig. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Oh, ich wollte gerade einen Kaffee trinken. Fuck ist es. Aber bei, mach du mal das. Ich mach das. Stase, wann das Ziel denn schon? Okay. Wo? Einmal so und.
Ja. Endlich. Oh, was für ein Bastard. Ist jetzt endlich tot? Die Schilde sind unten. Das ist unsere Chance. Feuert aus allen Rohren. An meine Flanke! Wir fliegen rein! Wir haben sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Wir haben Ihre Nachricht erhalten, Botschafter. Was ist los? Kein Grund, sich aufzuregen, Captain. Ich würde dieses Treffen gern mit allen Zähnen im Mund beenden. Sie sollten mir für das, was ich getan habe, danken. Wäre die Normandy noch immer am Boden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich verstehe, Captain. Sie haben nur getan, was Sie tun mussten. Es gibt einen anderen Grund, warum Sie hier sind. Wir müssen dem Rat berichten, was geschehen ist. Dachte, der ist tot? Commander Shepard hat das Richtige getan. Wir mussten unsere Flotte zurückhalten, um der Sovereign folgen zu können. Es war der einzige Weg. Das stimmt. Aber dies eröffnet uns außerdem eine Möglichkeit. Die Flotte der Zitadelle wurde bei dem Angriff dezimiert. Dieser Verlust hat die Allianz stärker gemacht. Sie können den Wiederaufbau nicht ohne uns schaffen. Wir müssen bei der Bildung eines neuen Rats die Führung übernehmen. Und er sollte einen menschlichen Vorsitzenden haben. Dies war kein Plan, damit die Allianz die Macht an sich reißen kann. Wenn wir die anderen Rassen zwingen, uns als Anführer anzusehen, wird das zu Problemen führen. Die anderen Spezies haben Angst. Sie haben so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen, dass wir vortreten. Sie glauben an uns. Und das verdanken wir Ihnen, Shepard. Sie haben die Galaxis vor der Sovereign gerettet. Sie sind ein Symbol für alles, was an der Menschheit gut ist. Für unseren Mut, unsere Stärke. Der Botschafter hat recht. Die anderen Rassen sehen jetzt zu uns auf. Sie werden uns nicht nur als Anführer akzeptieren, sie werden es sogar begrüßen. Angesichts all der Dinge, die Sie getan haben, wird die Allianz wissen wollen, wer Ihrer Ansicht nach Ratsvorsitzender werden soll, Commander.
Oh, Captain Anderson oder Botschaft Udina. Ich wäre für Captain Anderson. Ich glaube, er macht. Auch wenn das im Militär kommt, aber ich glaube, er macht's besser. Wir sind dabei, in den Krieg zu ziehen. Wir brauchen jemanden mit militärischer Erfahrung. Jemanden wie Captain Anderson. Sie haben überzeugende Argumente. Sind Sie bereit dafür, Captain? Ich weiß nicht, ob überhaupt einer von uns bereit dafür ist. Aber ich werde mein Möglichstes tun. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt beginnt die richtige Arbeit. Die Reaper sind immer noch da draußen. Sie kommen. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Uns steht ein Krieg gegen die Reaper bevor. Wenn wir verlieren, ist das Ende allen Lebens, wie wir es kennen. Wir müssen dem Rest der Galaxis zeigen, wie man überleben kann. Mit der Unterstützung der anderen Rassen können wir diesen Kampf gewinnen. Mit ihnen im Rücken können wir die Rückkehr der Reaper aufhalten und sie zurück in den Orkusnebel treiben. Ja, was für ein Ende. Wobei, es ist ja nicht das Ende, es geht ja weiter. In den anderen Teilen. Das war episch. Jetzt noch was? Okay, der Abspann. Ja. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Mit den Nebenmissionen hätte ich mir nicht so viel Zeit lassen sollen. Aber trotzdem, war cool. Beim nächsten Teil werde ich mehr auf die Nebenmissionen schauen und nicht so sehr die Hauptmission weiterspielen. Denn ich glaube, das kann uns unter anderem helfen. So wie es jetzt hier auch teilweise der Fall gewesen ist. War cool. Ja, dann geht's jetzt weiter mit Teil 2. Aber für den Stream erstmal Schluss. Ich mache später wieder weiter. Also schreibt es mir in die Kommentare, ob mir das gefallen, ob euch das gefallen hat. Und ja, was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Bis denn dann.